Hey, ihr gruseligen und schwer bewaffneten Kinder da draußen und alle, die vielleicht auch ein bisschen älter sind, willkommen zurück zu Eldervale. Geht weiter hier in dem Institut, wo man was auch immer gemacht hat. Ich steige noch nicht so ganz dahinter. So, ich habe jetzt den Zugang zum zweiten Stock, aber ich wollte erst noch mal runter in die Mädchentoilette im ersten Stock, denn uns wurde ja gesagt, dass da irgendwas hin abgeflossen ist. Warte mal, komme ich da überhaupt jetzt rüber? Ja, da sind die Toiletten. Wir gucken mal, vielleicht kann ich da irgendwas aufsammeln, eventuell, oder? Haben wir jetzt eigentlich hier Gegner, wenn ich mal so drüber nachdenke? Weil, vielleicht tauchen ja jetzt an einem Ort, wo ich schon war, Gegner auf. Kann man so nicht sagen, hä? Da ist das nämlich nicht passiert. Ja, hier war das wieder mit dem, mit der Leiche in der Toilette. Alter, das ist aber auch... Oder gleich der Kopf hochgeschossen kommt. Hier, das ist doch das Zeug, oder? Das ist von oben runtergelaufen. Kann ich das nicht aufsammeln? Oder mit dem Mob aufwischen? Nee. Alles klar, hat sich erledigt. Das war's dann wohl. Mit meiner Idee. Gehen wir wieder hoch. Aber lustig, dass sich nach einem Speichern offensichtlich alles zurücksetzt. Zumindest macht es den Eindruck. So, was passiert ist, weil jetzt war ja auch das mit der Toilette wieder. Oder letztes Mal bin ich ja schon durch die Tür, die dann wieder abgeschlossen war von innen, die ich dann wieder aufschließen musste. Ne? Kann ja sein, das ist bei manchen Spielen so. Wie gesagt, mit Speichern ist für manche Entwickler eine Herausforderung, habe ich ja auch schon im ersten Part erwähnt. Weil es ist halt schon etwas komplizierter, du musst halt vieles einberechnen. So, warte mal, wir gehen jetzt mal hier hoch und dann kommen wir da raus. Ja, warte mal, hier die habe ich... Ach, die Visiting Room Tür habe ich probiert. Da war ich drin. Nee, achso, im nächsten Abschnitt, ja, ja. Komm durcheinander mit den Karten mal wieder. Die Herrentoilette. Mit der Lampe schon wieder. Die macht wieder Quatsch mit der Lampe. Nein, wenn ich das aufnehme, kommt auch wieder was, ne? Eine Münze. Oh, Pistolenmunition, das ist natürlich sehr fein. 8 Schuss in der Knarre. Guck mal, es gibt da ein Plot-Twist. Es gibt keinen Abfluss in der Toilette. Also viel Spaß für jeden, der aufs Klo geht, ne? Naja. Irgendwann ist das Ding voll, dann muss es abmontiert werden. Es kommt eine neue drauf. Hm. So, die war out of order, aber wir konnten trotzdem rein. Ja, da war diese Frau, die uns mit der Machete angegriffen hat. Kennt man ja von Frauentoiletten. Deswegen sollte man nicht draufgehen als Kerl. Wird man mit der Machete zerhackt. Unter Umständen. Ja, ist natürlich Quatsch. Das meine ich, solche Sachen machen das Spiel so gut. Study. Und wette, das ist zu, weil... Oh ne, ist nicht zu. Immer folgen, wo sie hingeht. Alter, ist das gut gemacht? Also nicht, ne, außergewöhnlich, aber es ist, von der Idee ist es super. Der Schatten wirkt, ja, das ist ja komische Beine, oder? War hier nicht der Durchbruch im Schrank oder war das ein anderer Raum? Ich glaube, ich verwechsel gerade was. Oh, das ist creepy. Gehen sie denn hin? Warum geht sie wieder raus? Ach, das hat das für einen Sinn gemacht jetzt. Weint sie? Die Library. Bücherei. Da kann ich dir leider nichts hinterher. Was? Läuft sie jetzt die ganze Zeit im Kreis? Nee. Oh, ist das creepy. Oh, ist das gruselig. Meine Güte. Beobachternotizen 2. Tage seit der ersten Anomalie 3, Quarantänefälle 2. Untersuchung des ersten Opfers. Umstände der Infektion sind immer noch unklar. Sie versuchen, mich abzulenken. Objekt ist isoliert, nur 2 haben Zugang. Boah, ich will da gar nicht so lange in der Nähe bleiben. Am Ende greift es mich an oder so, dieser Schatten. Echt ein bisschen unheimlich gerade.
Ja, nee. Da. Da war der Schrank. Ach, da bin ich ja schon durch. Ist egal. Vergiss es. Hat sich schon erledigt mit dem Schrank. Ich dachte, der war im anderen Zimmer gewesen. Ich finde gerade keine Münzen mehr. Ich brauche mehr Münzen für Munition und Kram. Andererseits, ich kann ja auch mit der Nahkampfwaffe. Das ist ja nur... Ist ja nur ein bisschen Faulheit. In Silent Hill war es ja auch schon so. Läufst du die ganze Zeit rum? Verstehe es nicht so ganz. Muss ich da irgendwas machen, oder... Darf ich mich halt nur nicht berühren lassen von ihr? Denk mal, darum geht's. Nicht berühren lassen, das ist nämlich dann gefährlich. Briefe, Mr. Delaney. Ich habe Briefe über die Symptome, die du geschildert hast, an die anderen Mitglieder des Rats geschickt. Es kam nicht viel zurück. Es scheint so, dass wir unbekanntes Territorium hier betreten. Ich weiß, dass du dir um deine Tochter Sorgen machst, aber bitte, warte auf meinen nächsten Brief. Wir werden das richtige Antibiotikum schon finden, wenn du uns mehr Zeit gibst. Das richtige Antibiotikum? Naja. So, Lehre von den Alten. Nummer 1. Legenden berichten von uralten Wesen, besessen von Wissen. Die suchen Welten aufzulegen und analysieren sie und lernen von ihren Wahrheiten und Lügen. Sie verschlucken unsere Geschichte und alles, was wir wissen, und fügen es ihrer Sammlung unerzählter Weisheiten hinzu. Unser gesamtes Leben wird ein Tropfen im Ozean ihrer geteilten Erinnerungen sein. Okay. Was für Wesen geht's denn hier? Ist bitte nicht die alten... Ach, nicht schon wieder Cthulhu und den ganzen H.P. Lovecraft. Okay. Aber wie gesagt, ich finde das total gut, eine gute Idee mit... Oh, das ist das Treppenhaus, da geht's auch runter. Mit den Schatten und generell so diese Silhouetten, die man manchmal... Es ist einfach gut. Fällt mir. Da geht's ja ab, du. Ach, du heiliger Bimbam. Oh, sehr gut, eine Vending Machine. Greeties. Reads for me. Auf der anderen Seite. Filling in. Ich habe 25 Münzen gesammelt. Das mit der Lampe ist echt fies. Also die Schatten... Das ist gut gemacht, wirklich. Also die Lichteffekte... sind nicht unbedingt jetzt top-notch, aber zweckmäßig. Und das passt ja. Das ist alles gut. Hält mir. So. Haben wir das. Ich finde es übrigens immer angenehmer, wenn eine Tür ganz normal aufgeht und nicht durch ein Ladescreen. Da ist ein Ladescreen, ist praktisch, wenn man vor Monstern wegläuft, aber ich meine, dann sieht man halt immer direkt, was dahinter kommt und nicht, dass man in den Raum geworfen wird und es ist eine Überraschung. Ach, hier war doch der Typ drin. Übrigens, der seinen Sohn gesucht hat. So, durchweichter Brief. Es ist traurig, so einen Brief zu schreiben, 2 Jahre nach unserer Trennung. Ein Teil von mir wird dir nie vergeben, dass du uns verlassen hast, aber du bist die einzige Person, der ich noch vertrauen kann. Du hattest mit allem recht und wir hätten die Stadt nach dem Vorfall verlassen sollen. Es hat dich ruiniert und mich auch, aber du musst dich jetzt zusammenreißen für unseren Sohn. Ein ruiniertes Bild eines Kindes. Es muss Daniels Sohn sein. Wer ist denn der Tote auf dem Boden? Mal gucken, ob ich aufnehme. Die letzte Zeit macht alles Probleme und meine ganze Aufnahmesoftware ist bescheuert. Gut. Dann, soll ich in den Raum mit den komischen Blubbern? Die Blubbelblasen. Ich will mir eigentlich auch keine Pistolenmunition kaufen, wenn ich so drüber nachdenke. Weil es gibt ja noch Shells und diese Rounds, ne? Naja. Wir warten nochmal. Da geht's in den Park. Seltsame Kreatur blockiert die Tür. Es muss einen Weg geben, es zu öffnen. Okay. Da ist zu entfernen. Zu öffnen. Warte mal, diese Schlingen führen hier durch die Wände. Aber die kommt hier nirgendwo raus, oder? Ne, die führen einfach in die Wände rein, aber wie soll ich das entfernen? Wahrscheinlich muss ich den kompletten
Tentakelstamm vernichten. Ja, es ist, deswegen meine ich Ladescreen. Jetzt bin ich wieder ein bisschen raus, wo das Ding langlaufen soll. Ich glaube nicht, dass das irgendwo hier weiterführt, ehrlich gesagt. Verschwindet in der Wand und ist genau zwischen den beiden Räumen irgendwo. Ist ja auch egal. Wir gehen erstmal hoch. Guck mal im zweiten Stock, wo es hier noch hingeht. Oder im dritten Stock, besser gesagt. Wie groß ist denn diese Hütte, bitte? Aber ich find's gut. Also je mehr zu entdecken, desto besser. Aber dritte ist dann auch Schluss. Ich dachte nämlich erst im letzten Part, haben wir gehört, im Labor wäre was, im dritten Stock. Ich habe gedacht, die haben das wieder so falsch übersetzt, wie mit den Ami-Stockwerken. Ihr wisst ja, das Erdgeschoss ist der First Floor. Also das erste Stockwerk ist schon Second Floor. Bei uns ist es ja dann wieder anders, ne? Okay. Was ist denn die Nahkampfwaffe? 4. Okay. Was ist das denn? Okay, ich benötige einen Schlüssel. Ah, das war diese Viecher da, diese Bienen oder was auch immer. Nee, ich habe gar keine Karte. Ich wollte gerade schauen, aber... Chemistry Lab. Da geht's nochmal... Okay, das ist nur so eine kleine Bühne, aber... Es ist jetzt nochmal ein Stockwerk hoch. Ich hätte auch gedacht, hallo, ist mal gut. Ich sage ja, im einen Moment sage ich, ist gut, im anderen beschwere ich mich, aber... Alter, du. Da lädt sich das eigentlich wieder auf. Ah, geht ziemlich schnell. Das ekelhafte Vieh. Brüt. Ich finde den Heilsound so toll. Brüt. Was haben wir denn hier? Testresultate. Benötige weniger als 4 Einheiten des Abflussreiniger. Reinigers. Aha, muss ich die alle einfüllen, oder was? Guck mal, siehst du die rote Flüssigkeit? Ich wette, die ist doch unten im Badezimmer. Formel Reinigungsmittel, Abflussreiniger gleich rote Flüssigkeit. Was? Plus, achso, Minus, achso. Alles klar, das ist das Rätsel, aber ich brauche erstmal die anderen Flüssigkeiten. Testresultate, benötige mehr als 2 Einheiten des Abflussreinigers. Ja, also 3. Also würde ich mal sagen, 3, aber Minus, Grün gleich Rot. Ich kümmere mich gleich darum. Ich muss erstmal alle Sachen sammeln, wie gesagt. Oh, kann ich die Flasche? Nee. Den Erlmeyer Kolben. Ist keiner, ich weiß. Notiz des Assistenten Nummer 2. Abflussreiniger zu bekommen sollte kein Problem sein. Ich habe welchen im Waschraum im zweiten Stock gesehen. Habe ich. Reinigungsmittel haben wir hier in der Laborreserve. Ich muss mir nur Gedanken um Mr. Delaney's seltsame rote Flüssigkeit machen, die in der Badewanne im Mädchenwaschraum im zweiten Stock gelagert wird. Nach einem Unfall mit einem Schüler mussten wir ihn verschließen. Nach einem... Unfall mit einem Schüler. Also, dass jemand ihn in die Toilette gezogen hat, richtig? Ah, ich hab kein... Ja. Ich dachte doch, das ist doch die Tür, die auf den Gang führt. Kommt kein Wasser aus dem Hahn. Auf die Hahn. Also, ich bin bescheuert und sehe ich, dass da so ein Vieh steht. Anzahl der Einheiten der Reinigungslösung kann nicht durch 2 geteilt werden. Also 1 vielleicht. Oder 3. Oder 5. Es muss die Probe sein, mit der sie experimentiert haben. Aber warum? Die Probe. Sie ist ja auch krass drauf, wenn sie ein Lebewesen als Probe bezeichnet. Ach du Scheiße. Das ist aber eine komische Probe, oder? Ring. Und hier benötige mehr als 3 Einheiten der Reinigungslösung. Heißt also 5. 5 Reinigungen und 3 Abfluss, 3 Dingszeug. Wenn man das kommt jetzt rausgesprungen. So, also wir haben Cleaner und Detergent. So. Oh, ich dachte schon, es kommt jetzt echt rausgehüpft. Ja, aber ich brauche doch eine Flasche, um das rote Zeug mitzunehmen, oder? Soll ich das denn anstellen? Hier gekocht, oder was? Okay. Ich spiele ein bisschen Miraculix und mix mal was. Warte, irgendwo eine Flasche bestimmt, ja? Um die rote Flüssigkeit
Oder ich gucke jetzt einfach mal, ob ich da sowas abfüllen kann irgendwo. Aha. Boah, es ist unheimlich hier. Ich find's unheimlich. Na gut, gehen wir mal ganz runter, den ersten. Den Mädchenwaschraum. Da kommt direkt wieder die alte Musik. Oh! Erstmal wegrennen! Nee, lass mal. Ich werde, ich brauche das, die Flüssigkeit hier. Ach nee, warte, für die Ranken draußen hieß es ja. Aber ich will mal gucken, kam das jetzt hier im Gang schon angerannt? Weil ich habe es immer noch gehört im Gang. Nee. War wohl nur in der Toilette. Nehm doch auf, ne? Gut. Das ist gut. Ich sage, das Spiel macht viel richtig. Es ist echt gut. Spielt so ein bisschen mit den Ängsten, mit dem Unbekannten. Vielleicht auch so den Ekel vor ein bisschen was Abstraktem. So. War ja schon so rot. Also, wir brauchen 5 hiervon. Ne, 5 hiervon, 3 hiervon und 2 davon. Das ist ja kein Problem. Wie mache ich das jetzt? Kann ich das hier einstellen irgendwo? Ah, okay. Also, 3 hiervon. Konkockt. Fertig. Chemische Lösung. Für was? Chemische Lösung. Vielleicht bekomme ich damit die Kreatur im ersten Stock weg. Stockwerk weg. Stockwerkwerk. Quack, quack, quack. Das gelesen. Ja. Ein Bild eines Chemikers aus dem 20. Jahrhundert. Mein Vater sah in ihm einen Mentor. Oder ein Meteor. Maniac Mansion kennt er, ne? Maniac. Das passt nämlich sehr gut. So. Alles klar. Aber kommen wir damit auch hinten beim Garten weiter? Oder ist das das Ding, was den Garten versperrt? Aber ich weiß jetzt, wir gucken gleich mal die Karte. So, warte, hinten der Hund. Ne, beim Hund waren ja diese Wurzeln. Ah, oh, Entschuldigung. Ich habe da die falsche Karte. Nee. Da eben wieder. Ach nee, das ist die Musik. Musik. So, die Kreatur. Okay, der Park. Alter Schwede, wie weit geht's hier noch, bitte? Schwing. Ich finde das voll gut, wie groß das Spiel ist. Hätte ich nicht erwartet. Oh, draußen eine Kerze anzünden ist ja auch mal so eine Sache. Aber ich mach's. Oh, ich krieg jetzt so Silent Hill 2 Gefühle. Oh, schön. Ich würde so gerne nochmal Silent Hill 2 spielen, aber ich kenn's leider in- und auswendig. Ich habe auf YouTube 100% Let's Play mit allen Endings. Guckt es euch gerne mal an. Auch vom ersten und vom dritten, vom vierten auch und dann nicht mehr. Alles da. Kultur, Gesundheit und Recreation. Also Neuerschaffung, oder? Ja, egal. Zeitungsausschnitt Nummer 3. Ein junges Mädchen wurde als vermisst gemeldet, als ihre Eltern ihr Bett im Delaney-Institut am Dienstagmorgen leer vorfanden. Die Polizei sucht gemeinsam mit Freiwilligen schon den dritten Tag nach dem Kind. Die Mutter des Kindes bezweifelt, dass ihre junge Tochter Ophelia, 7, einfach so davonlief und vermutet andere Motive dahinter. Ich glaube, bei Kindern übrigens muss man nicht die bekannten 24 oder was, 48 Stunden abwarten, bis man sie als vermisst gemeldet, als vermisst melden darf. Ich glaube, bei Erwachsenen ist das so in Deutschland, dass man 24 Stunden warten muss. Kopf einfach mal rausgedreht und Draht reingepflanzt. Alter Schwede, sind die
Ich sag ja, das ist gut gemacht. Das ist super gut gemacht hier. Gib mir deine Bitcoin. Ich find's echt gut. Also, es ist so unheimlich. Und da siehst du mal, du brauchst nicht super viel Kohle oder viele Effekte, um Grusel zu erzeugen im Spiel. Das finde ich so toll hier. Handwerklich 1A, absolut. Also ich bin begeistert von dem Spiel. Hätte ich es mal eher gespielt. Ist ja schon vor 2019. Alter. Wisst ihr, was ich am erschreckendsten finde? Ich habe keine Karte. Macht mich ganz fertig. Da ist er wieder. Oh! Gut, ich nehme auf. Ich muss leider echt auch testen, drauf schauen. Mich nervt das total. Oh, da vorne ist wieder die Zeugs. Wahrscheinlich muss ich erst wieder so ein Ei verbrennen. Ah. Hast du dich gerade... Wow, warum kriege ich auf einmal so Zelda? Ah, Zelda-Gefühle hier. Es ist tot, Jim. Hätte diese Viecher, die rauskommen und euch mit Steinen bewerfen und dann wieder verstecken. Diese Rüben. Furchtbare Teile. Zelda. Ich freue mich so auf Breath of the Wild 2 übrigens. Ihr auch? Ja! Oh oh. Das nicht verhauen? Oh, gerade so hat's gereicht. Self-Defense. Selbstverteidigung. Hab ein Achievement. 70 noch. Ah, gut. Also, okay. Geschichten von Aldous Stowe. Gegründet 1795 während der ersten industriellen Revolution. Siedler dachten, der Ort hätte Heilungskräfte, da die Natur blühte und die Luft kalt und frisch war. Nach dem Großen Krieg wurde die Stadt ein Ort, an dem sich Veteranen erholen konnten. Die unbewohnte Gegend rund um die Stadt war ideal für Rehabilitation und Forschung. Ach, Recreation ist Rehabilitation oder was? Naja, nee, warte. Doch, es könnte. Ja, Recreation ist Rehabilitation. Ich habe irgendwie im Kopf gedacht, das wäre ungefähr dasselbe Wort. Rehabilitation oder so. Aber ich meine, Rehab ist doch auch Reha, ist egal. Vergiss es, mein Englisch-Vokabular ist gerade wieder voll. Ein Eimer. Und wenn man keine Munition mehr hat. Bitte steh jetzt nicht auf und mach Terror. Ist hier gar nichts mehr. Also wie gesagt, alleine schon, dass es mehr als einen Monstertyp hat als Feind, finde ich... Ich weiß, es ist ein Indie-Game und man sollte auch von Indie-Games manchmal schon ein bisschen mehr erwarten als sowas, aber es ist leider aber oft der Fall, dass Indie-Games dann so 1-2 Gegnertypen haben und hier habe ich jetzt schon mindestens 5 gezählt. Also die Humanoiden und... Ah! Oh! Och nee, ich wollte doch noch zurück. Was mache ich denn jetzt? Ich habe keine Schuss mehr. Ah, Rätsel. Ich verstehe. Eine Statue einer Frau im mittleren Alter sieht aus wie eine Psychiaterin. Ah gut, da gibt es doch diesen Typus Psychiater-Look, Psychiaterin. Statue eines Mannes im Anzug im mittleren Alter sieht wie ein Lehrer aus. Und die Statue einer jungen Frau, ihr Gesichtsausdruck ist besorgt. Und ein Kind. Es scheint frustriert zu sein. Kreislauf der Abhängigkeit. Die Kleinen brauchen Liebe und Weisheit. Wächter wenden sich Verfahrensweisen und Sachkenntnis zu. Ausbilder halten Ausschau nach effizienten Wegen. Geschichte von Aldous Stowe. Liebe und Weisheit.
Ja, also Weisheit hat ja meistens, also nicht meistens, Weisheit hat ja was mit dem Alter zu tun. Deswegen bin ich schon sehr weise. Ja, weil Weisheit, du kannst, ich finde es immer ätzend, übrigens in Rollenspielen, wenn sich jemand einen Charakter macht, der ist 20 oder so, der hat Weisheit 10 von mir aus. Du kannst nicht im jungen Alter weise sein, denn Weisheit ist Lebenserfahrung. Du kannst ziemlich, ziemlich einen Lack of Intelligenz haben, sag ich mal. Du kannst ziemlich dumm sein, aber kannst sehr weise sein und umgekehrt. Als junger Mensch fehlt einem halt dann die Weisheit. Wollte ich nur mal so sagen, weil mich regt das auf. Ich habe früher mal ein bisschen Game Master gemacht bei Pen and Paper und ja, ist nur so ein kleiner Tick von mir. So, warte mal. Soll ich erst das Rätsel? Ich mache erstmal das Rätsel. Also Kinder sehen sich nach Liebe und Weisheit. Wie war es weiter? Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ah, Ausbilder halten auch schon nach effizienten Wegen. Kinder brauchen Liebe und Weisheit, also die Kleinen. Warte mal, dann würde ich sagen. Aha. Also Liebe und Weisheit. Ausbilder. Die dreht sich dann zum Lehrer, oder was? Kann ich die Psychiaterin nicht drehen, oder? Geht das nicht? Ach, da ist der Knopf bei ihr. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Hier komme ich ja nicht durch. Oh mein Gott. Aha. Herr Münzi. Da unten war ich doch auch schon, ne? Ja, da ist der Spielplatz. Oh, so ohne Munition. Ich fühle mich ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt. Bisschen unangenehm, so ohne Munition überhaupt rumzulaufen hier. Das bricht wieder runter, ne? War ja klar. Aber das war schon richtig. Psychiater sind also weise. Gut. Was? Wollte schon sagen, ist von der anderen Seite verschlossen. Ich stehe direkt am Riegel, du Eumel. Naja, also die Rätsel sind jetzt auch nicht allzu schwer. Ich meine, ich habe sie ja nicht, ich habe sie auf normal gestellt. Das ist auch wieder sowas, weißt du? Wenn man die Rätselschwierigkeit einstellen kann, finde ich total geil. Das ist ein Mensch, die lebt noch. Drei Menschen, drei Frauen offensichtlich. Der Körper ist in einer unterwürfigen Position eingefroren. Was ist hier passiert? Vorne, seht ihr das schon? Wing. Oh, nicht sowas. Lehre von den Alten, Nummer 2. Es gibt einige von uns, die glauben, dass diese extraordinäre, gleichmütige Kraft real ist. Aber unsere Anzahl ist gering. So war es seit dem Anfang. Und wir sind verschieden in allen Dingen, bis auf eins. Wir schätzen Intelligenz und die Macht der Information, um uns selbst und andere um uns herum zu verbessern. Cool. Cool für euch. Warum habe ich jetzt bitte das Rätsel gelöst, um hierher zu kommen, wenn es hier nichts gibt? Hau die mal. Schade, dass es nicht von oben nach unten hauen kann. Was? Ihr Körper? Der Körper scheint noch zu verrotten. Eingefroren, so wie die anderen auch. Der Körper scheint zu verrotten. Na dann. Viel Spaß dabei. Geh mal wieder. Ach, hier geht's ja auch noch weiter. Aber ich habe keinen Schlüssel. Oh, meine Stimme ist immer noch ein bisschen angekratzt und ich merke die ganze Zeit, dass ich gleich mal die Nase pitzen müsste. Auch eingefroren. Nee, sie lebt noch. Was ist da los? Ich gehe erstmal. Aber sie scheint nicht verwandelt zu sein wie die anderen. Geschichte des Delaney-Instituts. Das Institut wurde eröffnet, nachdem das Zuhause der Delaney-Familie zu einem Ort für Waisen und mental angeschlagene Menschen nach dem Krieg ausgebaut wurde. Man arbeitete eng mit dem Dahlia Grace Hospital zusammen, das bekannt dafür war, die schrecklichsten Erkrankungen und Verletzungen zu behandeln.
Waren diese tödlich, so konnten die Patienten ihre verbleibende Lebenszeit in einer wunderschönen Umgebung verbringen. Ich glaube auch, also mit dem Garten hier, das ist gar nicht so unhübsch, oder? Was für Maxine aus. Allerdings hier. Du bist hier, endlich! Life is Strange. Kenne ich dich? Du machst Witze, oder? Ich bin es, Samantha. Sam, ich erinnere mich an dich. Unsere Kindheit. 10 Jahre ist es her. Das war das, was wir gelesen haben mit der kranken Mutter letztes Mal. Ich habe dich immer Sensibelchen genannt, weißt du noch? Du warst immer so sensibel in allem. Weißt du, vor dem Vorfall... Ich kann nicht glauben, dass du es wirklich bist. Wo warst du die ganzen Jahre? Ich wurde gezwungen zu gehen, sobald du zu deiner Tante gezogen bist. Ich war alleine, nachdem meine Mutter starb. Ich passte nirgendwo hin. Die Jahre vergingen, aber ich musste zurückkehren. Warum? Aus dem gleichen Grund wie du. Wir gehören hierher. Ich fand meine Freunde und ich fand meine Bestimmung hier. Lass mich dir helfen, deine Bestimmung zu erfüllen. Wir müssen diesen Ort säubern, mit jedem darin. Aber dazu brauchen wir einen Anführer. Einen anderen Anführer. Howard hat dein Leben gerettet, aber nun ist er nicht mehr nützlich. Du musst den Pfad der Hingabe gehen und unser neuer Anführer werden. Du bist der rechtmäßige Besitzer dieses Instituts. Entschuldigung, wenn ich übrigens über den Untertiteln bin. Ich mache mich mal weg. Es gibt noch einen anderen Freund aus deiner Kindheit hier. Wir benötigen seine Hilfe. Von wem redest du? Bah, ihr habt euch schon getroffen. Hilf mir, zu seinem wahren Selbst zurückzufinden. Nimm den Schlüssel. Er öffnet die Tür im zweiten Stock. Wir können von dort in die Wohnräume gelangen. Okay. Damit. Okay, sie hat noch eine komische Mütze. Ich dachte, ihre Augen wären verbunden. Okay. Dann machen wir das. Ich muss den Part beenden, Leute. Deswegen hoffe ich, dass jetzt mal wieder ein Save kommt. Habt ihr nicht bald mal wieder so ein Bild zum Speichern? Ah, ärgerlich. Ich möchte jetzt nicht den Part beenden. Muss ich nämlich alles nachspielen. Nee, schon wieder so ein Vieh hier. Au. Treff's nicht mal, oder? Komm, wir gehen weiter. Habe ich sie jetzt gehauen stattdessen? Ich wollte sie nicht schlagen. Komm mit, Sam. Wie habe ich denn jetzt verloren? Och, geht ja. Geht ja noch. Gut. Leute, ich hoffe mal, dass wir jetzt ohne Zwischenfälle wieder reinkommen. Denn dann werde ich jetzt erstmal an das nächste Teil zum Speichern rennen. Ich will halt jetzt, es könnte ja sein, dass noch was kommt, deswegen will ich jetzt nicht. Nämlich sowas hier. Alter, das hätte ich euch jetzt nämlich ungern vorenthalten. Oh nein, sie haben Sam gecached. Ich habe jetzt gehofft, wir haben zumindest eine Zeit lang so jemanden, mit dem wir mal quatschen können. Aber das haben sie sich wohl anders ausgedacht. Leute, danke fürs Zusehen. Danke fürs Liken und Kommentieren. Wir sehen uns wieder zu Elder Veil, wenn ihr möchtet. Ich finde es super. Also es ist echt großartig, das Spiel. Danke fürs Liken und Kommentieren. Bis dann.